Als ich vor 3 Jahren angefangen habe zu surfen, war mir nicht bewusst, was für eine wunderschöne Liebesgeschichte das wird zwischen mir und dem Meer. Denn das Meer und das Surfen hat mir so viel beigebracht. Und ich freue mich jetzt schon auf alles, was ich noch vom Surfen und vom Meer lernen darf. Was ich gelernt habe bis jetzt, ist, dass erstens es so wichtig ist, in dieser Geduld zu bleiben und in diesem Vertrauen zu bleiben, dass immer wieder eine neue Welle kommt. Selbst wenn du eine Welle verpasst hast oder vom Bord gefallen bist oder es die beste Welle deines Lebens war, du kannst dir sicher sein, es wird eine neue Welle kommen. Manchmal dauert es einen Moment, bis das nächste Set reinkommt und die nächsten Wellen kommen. Manchmal sind es 10 Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Aber es wird immer eine neue Welle kommen. Und genauso ist es im Leben auch. Manchmal sind wir so ungeduldig und wollen unbedingt, dass es jetzt losgeht. Anstatt zu vertrauen und zu wissen, alles im Leben hat sein perfektes Timing. Und manchmal braucht es einen Sturm am Ende der Welt, damit die richtige Welle im richtigen Moment bei dir ankommen kann. Und genauso ist es bei dir im Leben auch. Vertrau darauf. Es wird immer eine neue Welle kommen. Es kommt immer eine neue Chance, es nochmal zu versuchen. Und das Zweite, was ich vom Meer gelernt habe und vom Surfen gelernt habe, ist, du musst immer in die Richtung gucken, in die du surfen möchtest. So oft, wenn man anfängt zu surfen, du guckst auf dein Brett, du guckst nach unten und du willst irgendwie deinem Körper sagen, was er tun soll. Und was passiert? Du fällst natürlich um. Anstatt in die Richtung zu blicken, deinen Kopf und deinen Körper in die Richtung zu wenden, in die du surfen möchtest. Weil in dem Moment dreht sich dein Brett ganz automatisch mit. Und genauso ist es im Leben auch. Du musst in die Richtung gucken, in die du gehen möchtest. Du musst deinen Fokus auf das ausrichten, was du möchtest und nicht, was du nicht möchtest. Richte deinen Fokus nicht darauf, nicht vom Brett zu fallen, denn dann wirst du runterfallen. Richte deinen Fokus darauf, wo du hin möchtest. Das, was du erschaffen möchtest. Richte deinen Fokus dahin, wo du ankommen möchtest. Und dann wirst du ganz automatisch dort ankommen. Und die dritte Sache, die ich vom Meer gelernt habe und vom Surfen gelernt habe, ist, dass es darum geht, im Moment zu sein und Freude zu haben und vollkommen präsent zu sein mit den Elementen, mit dem Wasser, mit der Luft, der Erde, mit dem inneren Feuer in einem und diesen vollen Ausdruck zu haben, dieser Lebensfreude und diesen Moment auszukosten. Denn das ist, worum es geht im Leben. Im Hier und Jetzt ganz da zu sein.